Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Randall's Monday. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Es ist die ganze Zeit immer noch Montag 6. So, wenn ihr das seht. Bisschen blöd. Also, ich meine, wir sind ja eigentlich bei Montag 2136 oder so war das? Ich weiß es nicht. Oder? 2136 oder so war das, ne? Irgendwie so. Aber gut, ja, wir machen weiter. Wir müssen für Bruno die ja, Dings, den Glückseintopf, sag ich mal, machen. Sleazy müssen wir, glaube ich, nicht reden, ne? Können wir das kaum noch geben? Ich habe genug Zigaretten und Streichhölzer für 100 Jahre. Da brauche ich nicht noch mehr. Okay. Hey, was geht's, Sleazy? Sieh mal einer an, wenn das nicht Mr. Randall Hicks ist. Jo. Wie läuft das Geschäft? Tja, etwas schleppend in letzter Zeit. Es gab Razzien wegen dem Schmuggelgut. Aber das macht nichts. Ich krieg früher oder später immer, was die Leute brauchen. Das ist stark, Mann. Dann wird dir mein Panzer jeden Moment eintreffen, oder? Kann mich nicht an den Panzer erinnern. Aber keine Sorge, ich kann bis morgen einen besorgen. Klar, kann's kaum erwarten. Bis dann, Sleazy. Alles klar. Was erzählt man sich denn über mich? Verstehe nicht ganz. Komm schon, Sleazy, der Grund, warum ich hier gelandet bin. Ach. Oh. Das? Ja, das. Also, ich glaube ja nicht alles, was die Leute über dich erzählen. Besonders, weil sich keiner traut, es dir ins Gesicht zu sagen und du scheinst auch keinen blassen Schimmer zu haben. Also nehme ich an, das ist alles nur gelogen. Wenn dem so ist, gebe ich dir einen Tipp. Ignoriere einfach die Gerüchte. Gerüchte haben nur Macht über einen, wenn man sich was aus ihnen macht. Tja... Und wenn ich falsch liege und sie sind doch die Wahrheit, warum sollte ich dir dann alles erzählen? Du weißt längst alles und wir können einfach die Vergangenheit ruhen lassen, nicht? Ich weiß, das wolltest du sicher nicht hören, aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Tja, danke für gar nichts. Wusste gar nicht, dass du so tiefgründig bist. Oh. Würdest du dich als abergläubisch bezeichnen? Abergläubisch? Nein, gar nicht. Ich glaub nicht an den Quatsch. Dann bis später. Wie läuft's denn so, Illusionskünstler? Recht gut, Mr. Hicks. Ich hoffe, es geht Ihnen gut heute. Mir geht's jeden Tag hervorragend, Martin. Jeden Tag. Wollen Sie einen Zaubertrick sehen, Mr. Hicks? Tut mir leid, hab gerade viel zu tun. Später vielleicht, ja? Natürlich, Sir. Kein Problem. Ui, Weißt du, wo ich ein bisschen Frittierfett herkriege, Martin? Frittierfett? Ja. Ich glaube, Bruno ist der Einzige, der sowas hat. Köche brauchen manchmal Frittierfett, Mr. Hicks. Da kriege ich immer die gleiche Antwort. Bruno, Bruno, Bruno. Der Typ hängt mir zum Hals raus. Hat er eigentlich das Weltmonopol auf Frittierfett oder was? Ich weiß nicht. Aber ich habe kein Fett oder so. Tut mir leid. Ah, okay. Entspann dich, Martin. Ist schon okay. Dir ist schon klar, dass sie alle wissen, dass du ein Betrüger bist, oder? Klar, aber wenn ich nur einen von denen für ein paar Sekunden unterhalten kann, tja, das ist schon mal was, oder? Oh, ist das nicht herzallerliebst. Wenn ich nicht wüsste, dass du eine ganze Familie verspeist hast, würde ich dich jetzt umarmen. Danke, Mr. Hicks. Ich wollte mit dir über deine magische Schachtel reden. Natürlich, Sir. Wollen Sie jetzt den Trick sehen? Nee, darum geht's nicht. Ich verstehe nicht. Worum geht's denn dann? Ich will die Schachtel haben, Martin. Bitte, Mr. Hicks. Die Schachtel ist alles, was ich habe. Die kann ich nicht einfach weggeben. Martin, Martin, Martin. Du weißt schon, dass du die Nacht im Krankenflügel verbringst, wenn ich mich wiederholen muss. Und das wäre doch wirklich schade. Findest du nicht, mein Freund? Nein, Mr. Hicks. Ich will die Nacht nicht im Krankenflügel verbringen. Na gut. Also, Martin... Wie sieht's aus? Hier, bitte. Hier ist die Schachtel. Oh, es tut mir so leid für den. Danke sehr. Das war sehr nett von dir. Bitte, passen Sie gut drauf auf, Mr. Hicks. Aber sicher. Mach dir keine Sorgen, ja? Wofür brauchen wir die? Ah, ist nur eine ganz einfache Schachtel. Ein simpler Trick. Okay. Was hat Murray denn sozusagen? Was geht, Murray? Nicht viel. Weißt du, ich halte nur die Augen offen. Der gute alte Murray.
Mit ihnen fühlt man sich so sicher. Ja, ich mach nur meinen Job. Übrigens, gibt's irgendwas Neues? Eigentlich nicht. Das Übliche. Verstehe. Obwohl heute alle über dich reden. Du hast es ja schnell zu was gebracht hier. Danke, Murray. Aber so schnell ging das gar nicht. Die Tage hier fühlen sich manchmal an wie Jahre. Hör zu. Ich weiß ja, dass Beliebtheit hier drin ganz gut klingt. Aber lass mich dir mal was sagen. Wenn ich du wäre, würde ich den Ball flach halten. Die Leute hier sind gefährlich. Und sie werden leicht neidisch, besonders auf die, die die Zügel in der Hand haben. Danke, Murray. Merke ich mir. Irgendwas Neues von draußen? Draußen? Die Welt ist einfach verrückt. Heute hat sich zum Beispiel ein Junge, etwa in deinem Alter, einfach so umgebracht. Ja, hat sich mit dem Staubsauger das Hirn rausgesaugt. What? Man sagt, er sei noch 4 Minuten rumgelaufen, bevor er tot war. Mann, echt gruselig. Ist das Ihr Ernst? Eklig. Ich mein's immer ernst. Und dann gibt's noch das Problem mit den Obdachlosen. Jeden Tag gibt es mehr davon. Und alle scheinen genau gleich auszusehen. Glauben Sie nicht, dass das vielleicht immer der gleiche ist, der nur an unterschiedlichen Orten rumhängt? Na, woher soll ich das wissen? Ist nicht mein Revier, also auch nicht mein Problem. Tja, dann ist ja wohl alles im Lot in der Stadt. Glaub mir, hier drin ist es gar nicht so schlimm. Das muntert mich ein wenig auf. Aber dann muss ich daran denken, dass ich in der Zelle sitze. Und das bringt mich ganz schnell wieder runter. Trotzdem danke. Bitte sehr. Murray? Würden Sie sich als abergläubisch bezeichnen? Tja, weiß nicht. Ja und nein. Was? Murray, sind Sie es oder sind Sie es nicht? Tja, ich glaube nicht ans Paranormale oder so, aber manchmal fühle ich mich tief im Innern so ein bisschen komisch. Wie soll man das erklären? Meinen Sie Blähung? Nein, ich habe nur manchmal so... Hören Sie auf, Murray. Ich will nichts über Ihre Verdauungsprobleme wissen. Ich will nur wissen, ob Sie einen Glücksbringer haben oder so. Klar habe ich einen. Eine Hasenpfote. Hat mir immer Glück gebracht. Echt? Eigentlich nicht. Aber ich habe sie halt gern dabei. Ist wie ein Teil von mir. Sicher. Warum fragst du? Ach, nur so. Sonst haben Sie nichts dabei, oder? Ich bringe nie Wertsachen mit zur Arbeit. Sie haben die dumme Angewohnheit, sich zu verflüchtigen. Verflüchtigen, ja? Hey, Murray, wollen Sie einen Zaubertrick sehen? Ich kann alles einfach so verschwinden lassen. Wirklich? Ich liebe Zaubertricks. Dafür brauchen wir die Schachtel. Perfekt. Ich bereite alles vor und dann komme ich wieder, okay? Oh, das wird Ihnen sicher gefallen, Murray. Ich warte hier. Ich muss dann los, Murray. Man sieht sich. Alles klar, wir haben die Schachtel. Also, Murray... Bereit für das Übernatürliche? Ich bin immer bereit für etwas Zauberei. Okay. Also, worauf warten Sie? Geben Sie mir Ihre Hasenpfote. Hä? Oh, sicher. Für den Zaubertrick. Bitte sehr. Sie müssen besser aufpassen, Murray. Tada! Unglaublich! Das war absolut erstaunlich. Wo ist sie? Hat sich einfach in Luft aufgelöst. Gut gemacht, Junge. Ich wusste, dass Ihnen das gefällt, Murray. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss los. Was heißt das, du musst jetzt los? Kriege ich meine Hasenpfote nicht zurück? Oh, die ist futsch. Wie futsch? Ich dachte... Ach, Murray, ich kann Ihnen den Trick nicht verraten. Das überlasse ich Ihrer Fantasie. No. Okay. Bis dann. Einfach so, wisst ihr? Liegt sie jetzt hier? Ja, da. Nein, oh, Mortimer. Ich wusste doch, der wird noch irgendwann wichtig. Was soll denn das? Mortimer. Mortimer, gib mir die Hasenpfote zurück. Oh, komm schon, leg dich nicht mit mir an. Hab ne Menge durchgemacht, da ranzukommen. Gib sie her! Ich warne dich, Alter. Ich hab nach all den Jahren nicht mehr viel Geduld übrig. Also überspann's nicht. Fuck, Mortimer! Dieses Grummel versteht doch überhaupt keiner. Gib mir einfach die Hasenpfote. Wenn ich's nochmal sagen muss, wirst du's bereuen. Mir reicht's jetzt.
Also, du schleichst gerne im Finstern rum, ja? Ich werde dir einen Grund geben, sich im Dunkeln zu fürchten. Morty? Ich will nicht mehr mit ihm reden. Ich muss irgendwas unternehmen, damit ich diese Hasenpfote zurückbekomme. Okay. Dünger brauchen wir. Das würde... Vielleicht brauche ich... Ah. Nein. Okay. Vielleicht das Zeug? Das... Könnte ich. Könnte ich, aber nein. So kriege ich die Hasenpfote. Oh. So Okay, was mit dem Essen? Das wird... Oh, verdammt. Verschwenden wir lieber... Okay. Karl. Was? Hey, wie geht's, Karl? Ach ja. Sehr gut, Mr. Hicks. Genieße die Tatsache, dass mir das Gefängnisleben es erlaubt, einen weiteren Tag faul auf meinem Arsch liegen zu bleiben. Du weißt, wie man sich's gut gehen lässt, Karl. Danke für das Kompliment, Mr. Hicks. Na gut, genieß es. Mach ich. Wow. Der Typ sollte nicht hier sein. Der gehört in die Klapse. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir da? Verzeihung! Kennen wir uns? Ja, aber sicher, mein Freund. Glaub aber nicht, dass du dich daran erinnern kannst. Ist schon eine Weile her. Also, wollen Sie irgendwas? Weil ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich bereite mich auf den morgigen Wettkampf vor. Ich will immer irgendwas, Alan. Ohne Ausnahme. Ich sehe, Sie kennen meinen Namen. Ja. Und wer, bitteschön, sind Sie? Ich heiße Hicks. Mir gehört der Laden hier. Ach ja, ich habe viel von Ihnen gehört. Du nimmst also am Wettbewerb teil, ja? Stimmt. Du glaubst doch wohl nicht, dass du eine Chance hast, oder? Ich weiß, dass ich gewinnen werde. Ich bin eine Legende. Keiner hat auch nur annähernd mein Talent. Meine Technik ist jenseits der menschlichen Möglichkeiten. Was soll das heißen, jenseits der menschlichen Möglichkeiten? Ich meine, dass ich bis in die Stratosphäre spucken kann, ohne dabei in Schweiß auszubrechen. Kennen Sie jemand, der das auch drauf hat? Tja, vielleicht Matt in seinen besten Jahren. Ich habe noch nie von diesem Matt gehört. Aber der kommt an mich nicht ran. Seien Sie versichert. Klar, Mann, du bist der Beste. Geht's dir eigentlich gut hier drin? Kann ich irgendwas für dich tun? Keine Sorge, mir geht's gut. Das Einzige, was mich stört, ist die verstopfte Atmosphäre. Was meinst du damit? Ich bin sicher, Menschen wie Ihnen fällt das gar nicht auf. Aber hier riecht's einfach schrecklich. Tja, ich weiß, hier riecht nicht gerade nach Veilchen, aber da gewöhnt man sich dran. Das glaube ich nicht. Ich habe einen außergewöhnlich starken Geruchssinn. Und ich weiß ganz sicher, dass der faulige Gestank in diesem Kerker für mich nie aufhören wird. Gut zu wissen. Wie zum Geier bist du denn hier gelandet? Ja, das ist eine Riesenverschwörung. Oh, echt? Von wem? Von allen! Regierungsorgane, Geheimorganisationen, Sicherheitsdienste, die haben alle dabei. Aber warum? Definitiv. Du bist doch nur ein Spinner in einem Ballettröckchen. Das würde jemand mit Ihrem beschränkten Verstand wohl annehmen. Leider habe ich keine Zeit, das alles im Detail zu erklären. Also, um's kurz zu machen, ich habe einen Reptilianer getötet und wurde erwischt. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Sie wissen nicht mal, was ein Reptilianer ist. Stimmt's? Na klar weiß ich das. Die regieren heimlich die Welt oder so. Die Gestalten, die immer Mäuse im Fernsehen gefressen haben. Tja, so ungefähr. Okay, und wie sah dieser Reptilianer aus? Irgendwie dicklich. Und er hatte immer dieses Feinripp-Unterhemd an. Er schob immer einen Wagen herum und verkaufte Luftballons. Nein. Ich hasse Luftballons. Der Hotdog-Verkäufer. Zutiefst. Du hast den Typen umgelegt? Komm schon, Mann. Der hat doch durch die Heliumvergiftung schon genug gelitten. Es tut mir nicht im Mindesten leid. Ich sah ihn nie in seiner reptilianischen Form, aber er war mit Sicherheit einer von ihnen. Er
hatte eine sehr hohe Stimmlage. Viel zu hoch, würde ich sagen. Ich musste ihn aufschlitzen. Er quiekte dabei wie ein Ferkel. Die hohe Stimme war doch vom Helium. Du weißt doch sicher, was passiert, wenn man das einatmet. Nein, und das ist mir auch egal. Er hatte es verdient. Und ich war sozusagen nur der Ausführende. Okay? Okay, okay. Mann, du bist ja echt so ein Django, Alan. Warum schreist du eigentlich nicht mehr deinen Namen durch die Gegend? Oh, so etwas habe ich nie getan. Bist du sicher? Wie steht's mit deinem anderen Ich? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Klar weißt du das, Robert. Du irrer Freak. Ich heiße nicht Robert. Und ehrlich gesagt, wenn ich eine gespaltene Persönlichkeit hätte, dann wüsste ich wohl davon. Ja, klar. Warum haben sie dich dann in die Klapse gesteckt? Wegen der Riesenverschwörung, die gegen mich läuft, okay? Leute, die die Wahrheit kennen, sind den Mächtigen ein Dorn im Auge. Aber ich sage ihnen, ich habe keine gespaltene Persönlichkeit und ich laufe nicht rum und schreie meinen Namen durch die Gegend. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch verrückt. Naja, ja, ich muss los. In Ordnung, aber achten Sie auf diese Gestalten. Hier sind sicher ein paar von Ihnen im Undercover-Einsatz. Klar. Ich pass schon auf. Alles klar. So, wir müssen irgendwas zum Stinken bringen oder so? Das würde ich... Entschuldige, Alan. Ich kann nicht erlauben, dass du am Wettbewerb teilnimmst. Ja. Wenn du gewinnst, kriege ich kein Fett. Und ich bin zu weit gekommen, als dass ich mir das durch einen Irren kaputt machen lassen würde. Erledigt. Nur fürs Protokoll. Der ist bloß bewusstlos. Hoffe ich. Und ich habe immer noch was von dem widerlichen Dünger übrig. Der pennt. Der sagt eine Weile erstmal gar nichts. Okay. Gehen wir mal in die Küche. Die arme Ellen. Kisten? Nur ein paar Schachteln. Nichts Wichtiges. Brauche ich nicht. Okay. Abgeschlossen. Achso. Der Dampftopf. Ein Dampf? Ah. Ah, der Ofen in dem... Ah, okay. Das hat er schon gesagt, ne? Sieht heiß aus. Den kann ich nicht mit bloßen Händen nehmen. Aber da können wir doch jetzt die Sachen reinpacken, ne? Ein bisschen Glücksgemüse. Ein Hufeisen? Eine Prise Hufeisen für den feinen Geschmack. Den kann ich... So, und jetzt? Was ist eigentlich... Ich denke nicht. Was müssen wir mit dem Dampftopf machen? Kein Plan. Aber wir brauchen halt noch das Dings, ne? Das war die Anleitung dafür. Hatten wir hier noch irgendwas? Nein, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwas übersehe. Hätte ich keine Lust drauf, tatsächlich. So, hier haben wir die ganzen Bücher, die Krähe, Brooks, den Wagen. Ich schätze nicht, dass wir hier noch irgendwas Wichtiges machen müssen. Wir müssen halt jetzt noch die Hasenpfote bekommen. Das würde... Schade. Und halt... den Apfel. Kann ich den Schlauch eigentlich noch nehmen? Den kann ich erst benutzen, wenn ich das Wasser zum Laufen gekriegt habe. Kann ich auch... Ja, ich habe ja Kaugummi, ne? Das ist kein... Okay. An den Ast. Das muss nicht ans Nest. Das muss nicht. Nein, nicht an Ast. Nest. Das muss nicht. Apfel. Das muss. Baum. Das muss. Das muss. Katze. Das muss nicht. Okay. Kann ich den da hinstellen? Nein, nicht mit dem funktionierenden Schlauch. Ich. Okay. Unmöglich. Hä?
Hä? Okay. Kann ich den einfach auf den Baum anwenden? Das habe ich, glaube ich, schon gemacht, ne? Da komme ich nicht. Da musst du halt hochwerfen, Randall. Ja, sieht geil aus. Aber irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt noch? Die Gabel wahrscheinlich, ne? Shit. Ja, gut. Kann ich mit ihm reden nochmal? Kann ich mit dem noch reden? Was für einen Sinn soll das nochmal machen? Achso. Gut, Leute, das war's erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge gehen wir nochmal zu Brooks, reden nochmal mit dem und versuchen die Hasenpfote wieder zu bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ja. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!